Hallo, ich bin Atina Drakas. Ich mache heute Personalunion Sessionleitung und ich habe auch den ersten Vortrag. Und ich begrüße euch alle herzlich jetzt hier beim letzten Tag bei der Foskes. Und ja, ich bin Geografin. Ich habe hier am Geografischen Institut in Bonn studiert und arbeite seit knapp 10 Jahren beim OGC. Und habe ein paar Neuigkeiten oder Technology Trends aus dem OGC mitgebracht. Ich bin tatsächlich gestern aus Orléans gekommen, wo wir parallel jetzt zeitgleich unser OGC-Mitgliedertreffen haben. Und das sind wirklich Sachen, die sind hot of the press. Und ich hoffe, dass es einiges Interessantes dabei. Und ich fange einfach mal an. Kurz, was ist das OGC? Was, ich weiß nicht, wie viel, wer alles weiß, was das OGC als Organisation ist. Ich weiß, dass natürlich die Standards vom OGC hier in der Community viel Verwendung finden. Was wir als OGC machen, unsere Mitglieder, die entwickeln Standards und Best Practices für die Geodatenverwaltung. Und das OGC, wir sehen uns als Plattform oder als Forum, weil wir eben unterschiedliche Organisationen zusammenbringen. Also unsere Mitglieder, wir haben über 520 Mitgliederorganisationen, die kommen aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung, also von Ministerien bis Kommunalverwaltungen. Wir haben natürlich Industrie, Mitglieder aus der Industrie. Viele der Aussteller hier sind auch Mitglied beim OGC. Meine Nachredner sind auch OGC-Mitglieder und dann haben wir natürlich noch einen großen Bereich oder Mitglieder, die kommen aus dem universitären oder Forschungsbereich. Was wir auch noch machen, wir haben ein Programm, das nennt sich das Innovation Program und das ist so ein Umfeld, wo man wirklich sehr projektbezogen schauen kann, sind die Standards fit for purpose, was ist mit der Software, was ist mit den Daten und es ist eben dieses Agile and Innovative Development Environment. Kurz mal eine Frage, ist hier eine wer ist von einem OGC-Mitglied, wer ist OGC-Mitglied? Ich kenne noch mal jemanden, der hört gerade nicht zu, der meldet sich nicht. Gut, ja, sehr schön. Also es gibt hier auch Leute, die kann man dann auch noch fragen, die sind im Prozess beteiligt. Gut, ach, ich habe doch noch die Folie. Also wir haben, wie gesagt, über 520 Mitgliederorganisationen. Wir sind eine Non-for-Profit-Organisation, haben viele Arbeitsgruppen, arbeiten sehr, sehr eng mit der ISO zusammen, mit der International Standardization Organisation. Und das sind unsere Programme. Ich habe heute den Fokus auf das Standardsprogramm, das ist, in dem die Standards entwickelt werden. Und das Innovation Program, da kommen sehr viele Prototype Implementation raus. Und ich könnte auch einen ganzen Vormittag über die Prozesse des OGC erzählen, das mache ich nicht. Ganz kurz noch unten rechts in der Ecke Compliance Program und der Dirk wird nachher was aus dem Bereich erzählen. Gut, Technology Trends. Was ist neu, was wird kommen und ich habe hier einen Link, eine Referenz zu der Phosphor-G letztes Jahr, Phosphor-G Europe letztes Jahr. Also ich würde jedem empfehlen, da mal reinzugucken, weil jetzt erläutere ich ein bisschen die Hintergründe, warum wir im OGC eine Technology Trends Watch machen. Ja, wir haben halt zusammen mit den Mitgliedern haben wir unterschiedliche Technology Trends identifiziert. In so einer Mindmap, man sieht es hier so ein bisschen, ich habe da nachher nochmal eine Folie, wo wir halt so Hauptpunkte identifizieren, was ist wichtig, was treibt die Mitglieder gerade rum, was bringt die was ist auch technologisch gerade Neues und basierend auf diesen Trends, sind wir hergegangen mit unseren Mitgliedern und haben geschaut, was ist relevant fürs OGC und daraus ist eine Technology Roadmap entstanden und dann schauen wir, wie können wir diese Technology Trends, die wir in der Roadmap abbilden,
in den OGC-Programmen integrieren. Und das Innovation Program, das ist eben dieses Hands-on-Programm, wo man hergeht und sagt, man hat eine Fragestellung aus der realen Welt. Also wie können die Technology Trends eben in so Szenarien abgebildet werden? Also ich weiß nicht, manche, ich wurde jetzt schon mehrmals angesprochen, wir haben eine Emergency Disaster Response, wollen wir ein Concept Development Study machen und da geht es dann halt, welche neue Technologien können verwendet werden und unsere Mitglieder, die gucken dann da rein. Also das, die neuen Technologien, die identifizierten Technology Trends, ist nicht nur so, dass die da stehen und angeschaut werden, sondern die werden dann tatsächlich dann in Testbeds oder in Interoperability Experiments auch verwendet. Das sind einige der Trends, die letztes Jahr identifiziert wurden und basierend, und wie gesagt, da gibt es in der Präsentation, die ich da verlinkt habe von der Phosphogy letztes Jahr, da ist ein bisschen mehr Hintergrund dabei. Die Liste gab es dann und das ist eben diese Mindmap und die hier in gelb eingekreisten Themen, die wurden von einigen unserer Mitglieder aufgenommen, unter anderem eben vom DSTL, das ist ein Laboratory, dem im Bereich der Verteidigung in England arbeiten und die sind hergegangen und haben gesagt, Mensch, Data Science Analytics, das ist ein interessantes Thema, da machen wir einen Workshop zu, laden OGC-Mitglieder ein, OGC-Staff und die Community, also wer Interesse hat und gucken, was wir da machen können. Und das gab es dann auch noch in dem The Power of Location. Und das war also diese Technology Trends wurden im letzten Jahr eben erarbeitet und jetzt sind wir hergegangen und haben gesagt, gut, wir müssen die, man muss ja up to date bleiben, wie können wir die überarbeiten und gerade jetzt Januar, Februar und auch März ist eben die Phase, so eine Revision Phase und da haben wir zum Beispiel die Ergebnisse aus diesen DSDL-Workshops genommen oder wir gucken die Internet-Trends aus den Gartner-Reports, wir reden mit unseren Mitgliedern. Wir haben Sessions auf den OGC-Mitgliedertreffen, sogenannte Future Directions. Wir organisieren Veranstaltungen, Location Powers, wo wir Experten einladen. Und die ganzen Informationen, die sind auch öffentlich zugänglich. Aber in diesem Prozess schauen wir halt, dass wir up to date bleiben für die Technology Trends für 2018 und 2019. Und ich habe jetzt die ganzen Informationen, die sind auch online verfügbar. Also wir haben diese Roadmap beziehungsweise die Mindmap auf GitHub abgebildet. Wenn Sie jetzt auf GitHub gehen oder einen Account haben, dann kann man hierher gehen und draufklicken und nicht alle, aber einige Themen, es wird so nach und nach aktualisieren wir das, sind auf GitHub verfügbar. Da hat man zum Beispiel The Power of Location, da ist dann eine Beschreibung, was damit gemeint ist, was wir mit den ganzen Unterthemen meinen. Und das sind wirklich auch Themen und Bereiche, die wir im OGC dann quasi aus der schriftlichen Form dann auch in Projekte umsetzen. So. Eine Art und Weise, eine Form, wie wir das umsetzen, sind eben die Testbed-Aktivitäten. Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Ich komme nachher nochmal auf die Technology Trends und die Testbeds zurück. Testbeds im OGC sind ja, also wir haben Sponsoren, die haben Interoperability-Fragestellungen und die kommen zum OGC und die sagen, ja, wir würden gerne verschiedene OGC-Standards nutzen, um Fragestellungen im Bereich hier zum Beispiel Big Data zu identifizieren,
dann die Cloud Computing, was machen wir da? Und uns die Sponsoren, die erarbeiten dann zusammen mit den OGC Staff, also mit den OGC Mitarbeitern, eine Ausschreibung. Und das gibt dann, wir fragen unsere Mitglieder und die Community, die können dann auf die Ausschreibung antworten und erarbeiten dann zusammen mit den Sponsoren, die eben diese Interoperability-Fragestellungen haben, Ergebnisse. Und jede dieser Ergebnisse resultieren unter anderem in Engineering Reports. Und wenn Sie jetzt sind oder wenn hier Entwickler dabei sind, das sind die Engineering Reports, die öffentlich zur Verfügung stehen, wo beschrieben wird, was waren die Fragestellungen, wie sind wir herangegangen, welche Technologie wurde verwendet, welche Standards wurden verwendet. Und also speziell für Entwickler, aber auch für Entscheider, gibt es dann eine Summary, würde ich Ihnen wirklich empfehlen, die Engineering Reports sich anzuschauen. Da geht es um Fragen wie wurde Cloud Computing, wie wurde das beantwortet, Security, Compliance Testing, Cloud Application, Geopackage. Ich könnte mir vorstellen, dass einige hier Geopackage nutzen, und in diesen Engineering Reports werden quasi die neuesten Errungenschaften sozusagen beschrieben und erläutert, wie die verwendet wurden. So. Jetzt sind wir fangen gerade an, im Testbed 14 zu arbeiten und haben da auch mit den Sponsoren zusammen die Anforderungen erarbeitet. Und jetzt sind die Technology Trends von vorhin. Hier, ich gehe jetzt auf die Themen, da habe ich nachher noch eine andere Folie, aber nur mal, dass Sie sehen, wie der Prozess funktioniert. Also das sind die Fragestellungen unserer Sponsoren. Die kombinieren wir dann mit den Technology Trends, und mein Kollege Ingo Simonis, der macht dann ganz komplizierte Mindmaps, und es wird eben geschaut, wie können die Anforderungen der Sponsoren mit den Technology Trends in Verbindung zusammengebracht werden. Und es wurde für das Testbed 14 eben vier so Hauptthemenbereiche erarbeitet. Das erste ist Modeling Portrayal and Quality of Service. Da geht es auch, wird ein Bereich unter dem Thread 1 ist Point Cloud, Data Handling. Wir können LiDAR-Daten verwendet werden. Thread Nummer 2, ganz heißes Thema, Erdbeobachtung. Und da arbeiten wir sehr eng mit der ESA zusammen. Wir hatten jetzt auch im Bereich der ESA Exploitation Platforms, das ist ein Programm innerhalb der ESA, ja, im Treffen diese Woche in Orléans, und die Industrie ist da sehr, sehr interessiert, sehr eng mit der ESA zusammenzuarbeiten. Aus dem dritten Bereich, Next Generation Services, gibt es zum Beispiel einen Bereich CityGML, also der Standard für 3D-Stadtmodelle, und Augmented Reality, wie kann man das zusammenbringen. Und der vierte Bereich ist eben Compliance Testing, für welche Standards können wir Compliance Tests erarbeiten. Ich hab das Thema Earth Observation erwähnt. Und wir hatten einen Earth Observation Exploitation Platform Hackathon. Da war gestern das Kickoff. Und man sieht hier im Mai in Darmstadt wird diese Phase beendet sein. Und wenn jemand Interesse hat an dem Hackathon, kann man noch mitmachen. Also wirklich, da war gestern das Kickoff. Ich weiß nicht genau, was gestern besprochen wurde, aber wenn jetzt hier Firmen sind oder Universitäten oder jemand Interesse hat am Thema Earth Observation und mit den Exploitation-Plattformen zusammenarbeitet, da kann man mitmachen und könnt mich gerne ansprechen. Ich stelle dann die Verbindung zu meinem Kollegen Ingo Simonis her. Genau, dann sind wir wir sind jetzt dabei, dann ins nächste Testbed zu gehen, Testbed 15, wo wir wieder
mit den Sponsoren sprechen, Themen aufgreifen, die relevant sind, Themen aufgreifen, die wir in den Technology Trends identifiziert haben. Und da wird dann im Dezember, das ist jetzt noch sehr frühzeitig, aber gibt es eben auch wieder einen Call for Participation und alle, die ganze Community, jedes eingeladen, sich das anzuschauen. Und wenn der sagt, Mensch, das ist interessant für uns, dann machen wir mit, kann man sich auf diesen Call for Participation melden. Es gibt für das Testbed 15, also wenn jetzt jemand dabei ist und sagt, Mensch, das ist interessant, ich würde gerne mit der Open Standards Community zusammenarbeiten. Wir sammeln Themen für die nächsten Testbeds. Hier, das ist ein Überblick, das ist auch auf GitHub, sieht man die einzelnen Themen, die in Testbed 14 bearbeitet wurden. Moving Features war ein Thema, dann kann man auch, also Indoor Mapping. Und wir nutzen eben mittlerweile auch GitHub oder schon ein bisschen länger, um eben um schneller auf Fragen zu antworten und mit der Community einfach irgendwie enger in Kontakt zu kommen. Und unsere Sponsoren begrüßen das sehr und machen mit. Also ich lade Sie euch herzlich ein, sich das mal anzuschauen. Und wenn was dabei ist, einfach Fragen stellen oder Kommentare abgeben. Gut. Letzter Punkt, ich habe nur noch ein paar Minuten, wie gesagt, ich war jetzt diese Woche hatten wir unser OGC-Mitgliedertreffen in Orléans. Wir haben 4 Mitgliedertreffen im Jahr und da treffen sich immer die ganzen Arbeitsgruppen, die aktiv sind. Und das war am Eröffnungstag und im Zuge also nicht nur jetzt das TC-Meeting, sondern generell machen wir auch Hackathons und eben, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Unsere Mitglieder, die sich während der Technical Committee Meetings treffen, die gehen in die Arbeitsgruppen und arbeiten an den Standards. Also das sind wirklich Standards-Arbeitsgruppen. Und im Rahmen der verschiedenen Standards, hier auch nochmal eine Info, wir hatten einen WFS 3.0 Hackathon und der fand in USA statt, in Denver. Und es waren über 30 Leute, die da also selber physisch dabei waren. Und haben, glaube ich, der Angelos Tsotsos erzählte mir das gestern, so um die 20 Leute, die sich noch telefonisch eingewählt haben. Es wurden einige GitHub-Issues erarbeitet und was in diesen 2 Tagen des Hackathons wurden, glaube ich, 5 Server-Implementierungen erarbeitet und es wurde einfach das Thema WFS 3.0 wurde einfach weiter gepusht. Im Moment steht der Standard als Draft-Version zur Verfügung. Und wurde beeinflusst eben von den Ergebnissen des Hackathons. Und die Ergebnisse des Hackathons wurden auch an das Technical Committee 211, sind die Leute bei der ISO, die Geo-Information-Standardisierung machen, an die wurde das geschickt. Wie gesagt, wir arbeiten sehr eng mit der ISO zusammen. Dann, was wir diese Woche auch hatten, eine ganze Menge an neuen Sessions. Thema Blockchain, Distributed Ledgers. Wir hatten am Montag früh eine Session, 1,5 Stunden, wo wir eben Experten eingeladen haben, zum Thema Blockchain in unserer Community zu referieren. Dann hatten wir eine Session zu Non-Authoritative Data in Decision Making, NAD, EO Exploitation Platform Architecture, das war sehr gut besucht auch, da ging es darum, wie kann man die Plattforms, wie kann man die Architekturen für die Plattforms gestalten und das ist im ganzen Rahmen auch der Copernicus-Daten, wie können wir Copernicus-Daten zur Verfügung stellen. JSON Best Practice Ad Hoc, Interoperable Simulation and Gaming Arc Statistik,
Es gibt wahrscheinlich jetzt bald auch eine Statistikarbeitsgruppe und da geht es darum, wie können statistische Daten und Geodaten miteinander kombiniert werden. Und viele dieser Arbeitsgruppen, die da wahrscheinlich entstehen würden, sind auch offen für Nichtmitglieder, zumindest die Mailinglisten. Was auch noch kommen wird, das startet jetzt ab nächste Woche, wir wollen für jede Standardsarbeitsgruppe eine Roadmap kreieren. Das heißt, wenn jetzt Entwickler Interesse haben, sich am WFS 3.0 oder wissen wollen, wie ist denn der Stand der Dinge in GeoPackage, dann kann man auf die Webseite oder auf das Projekt klicken, auf die Standardsarbeitsgruppe und sieht dann in Zukunft, wo steht die Arbeitsgruppe im Moment, was sind die Themen, die bearbeitet werden. Das gibt es bis jetzt noch nicht, das wollen wir aber erarbeiten, um einfach einen besseren Informationsaustausch zu gewähren und eben, dass wenn jemand sagt, Mensch, das Thema in dem Bereich, da haben wir schon was gemacht, da können wir beitragen. Genau, das kommt aber noch, das wurde aber als beschlossene Sache. Und dann, dann gibt es noch was, wir haben unsere Mitglieder gebeten, was sind denn so Themen, die euch beschäftigen? Und das gibt hier auch wieder auf GitHub sogenannte Meeting Topics. Wir sammeln jedes OGC-Meeting, sammeln wir Themen, die unseren Mitgliedern gerade unter den Nägeln brennen. Und die sammeln wir dann in GitHub. Da kann man dann bis zum nächsten OGC-Meeting Diskussionen oder Gespräche führen und relevante Themen werden weitergetragen und andere werden dann irgendwie archiviert. Gut, eine Sache noch. Im September haben wir ein OGC-Meeting in Stuttgart. Da gibt es dann auch ein SensorThings-Summit und die Informationen werden dann über verschiedene Mailinglisten bereitgestellt. Und ansonsten, unter dem Link, der da steht, können Sie sich für unser Update anmelden. Gut, so. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank.